Libero ist der Boss hinten in der Abwehr, Annahme sowieso, hat alle Freiheiten, den Riegel zu organisieren, laut zu organisieren, auch Spielerveränderungen vorzunehmen. Und auf dem Feld ist er wie der zweite Zuspieler. Also alles, was um den Zuspieler zu entlasten, er muss einen Highball spielen können, er muss auch präzise über Rückraum spielen können. Aber inzwischen ist der Libero nicht nur Verteidigungsspieler oder Annahmespieler, sondern er ist der zweite Zuspieler am Feld. Wobei ich aber gesehen habe, du forderst diesen Highball von allen Spielerinnen. Alle Spielerinnen, das muss jeder können. Ja. In diesem Alter erwarte ich, dass alle Spielerinnen diesen Highball können. Weil das kommt im Spiel so oft vor, dass verteidigt wird und der Libero kommt nicht ran, der Zuspieler kommt nicht ran. Da muss geholfen werden und alle müssen diesen zweiten Ball perfekt spielen können. Der wird auch hart reglementiert. Ist er ein bisschen unsauber, ist es Fehler. Ja, und das ist auch gut so, aber alle müssen diesen Highball spielen von oben und von unten.